So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steam World Dig 2. Und beim letzten Mal haben wir ganz viel Zeug gemacht, haben ein Jetpack bekommen zum Beispiel und wir sollten zur Oase gehen und mit Rosie reden. Und die Schnapsi ist schon hier immer noch hier. Ich dachte, die wollten alle weggehen. Was ist los, Mr. Stecher? Ich träume davon, durch die Mine zu jagen und alle Bots abzustechen, links und rechts. Wir verstehen uns? Alles klar. Und links. Stich, Stich, Messer, Stich, Arino. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst. So. Die ist da unten ist immer noch zu auf jeden Fall. Und wir sollen mit Rosie reden. Hallo, Rosie. Bist du zurück? Ja, ich konnte jedoch keine Spur von Rusty finden. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass da draußen noch mehr Maschinen des Jüngsten gerecht sind. Natürlich, es ist zu gerissen, um alles auf eine Karte zu setzen. Etwas muss unternommen werden. Du musst sie alle finden. Diese kleinen Schreibfehler immer. Niemand ist sicher, bis du alle gefunden hast. Rosie, ich weiß, wo sie sind. Ich fühle sie so deutlich, die Energie, die zu ihnen floss. Eine ist im Tempel, in dem du mit dem du mich gefunden hast. Die letzte ist in diesem merkwürdigen unterirdischen Dschungel, an dem wir auf dem Weg hier vorbeigekommen sind. Und zuletzt befindet sich eine weitere im östlichen Tempel. Alles klar, auf geht's, machen wir diese Maschinen platt. Die Mühlen sind riesig, mit vielen Geheimnissen und Gefahren. Der direkte Weg ist nicht unbedingt der beste. Dieser Düsenantrieb, den ich gefunden habe, wird uns das Erkunden erleichtern. Yep, wir können überall hindüsen, Geheimnisse ausbuddeln und uns für die totale Zerstörung ausrüsten. Na los, auf geht's. Da unten ist eine. Okay, das ist der Dschungel, von dem sie die ganze Zeit reden. Zerstöre die Maschinen. Tempel der Führung, Tempel des Zerstörers und Jarrow. Ja cool, in Jarrow waren wir noch nicht. Dann gehen wir da mal hin und gucken mal, wie wir an diesen blauen Eumeln vorbeikommen. Weil das ist ja das Einzige, was uns da aufgehalten hat, immer die ganze Zeit. So, hallo. Das ist also ein Dschungelgebiet. Also ich hätte, das wäre das Letzte, als was ich es bezeichnet hätte. Aber die Entwickler wissen schon, wie sie es nennen. So. Dann gucken wir mal ein bisschen durch den Dschungel. Haben wir schon irgendwas bekommen, um an diesen blauen Blasen vorbeizukommen? Ich dachte nämlich nicht. Ach so. Mein einziges Problem war, dass ich nicht da hochkam. Ja. Hätte ich auch so nicht geschafft. Kann mich ja nur daran ziehen. Ah ja, cool. Ja, mit dem Jetpack komme ich jetzt da hoch. Okay. Also es ist wirklich das Gebiet, wo ich hin soll. Mit dem Jetpack. Hallo. Dann müssen wir mal, guck mal, wie weit wir runter müssen heute. Das ist echt weit. Da freue ich mich schon drauf. So. Guck mal, jetzt kann ich die auch kaputt machen und dann können wir hier einfacher runter in Zukunft. Sprich mit Fan. Hey, sieh dir das mal, diesen durchsichtigen Schlamm an. Wofür der wohl gut ist, was glaubst du? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Er sieht aber nicht sehr nett aus. Das ist eine Art Abfallentsorgungssystem für die Erdbebenmaschine. Was auch immer das hier vor sich geht, dieser Dschungel scheint sich auszubreiten. Komm jetzt, lass uns zurück zu endlich diese Maschine finden und sie zerstören. Das ist wahrscheinlich dieser Mondsaft, würde ich annehmen. Hatte die Professorin doch im letzten Part, glaube ich, erzählt. Dass der hier so abgeht. Cool. Der glitzernde Hain. Hier ist es schön. Die Musik ist hier chillig. Hier lässt sich's buddeln, würde ich sagen. Mit unserer Hacke sollte es auch recht easy gehen. Oh, schon wieder Erze, die wenig wert sind. Cool. Ach, was bist du denn für eine komische Schnecke? Egal, du gibst Erfahrung. So. Sind wir fast schon wieder vom Level ab? Stufe 15 fast? Warum kriegen wir so viel Erfahrung? Was mache ich? Bin ich so gut? Alter. Noch ein, zwei Schnecken töten und ich habe mein Level. So, komm mal runter. Tschüss. Level auf. Stieg. 70% mehr Geld. Sehr schön. Ich habe ja beim letzten Mal ausgerechnet, wir brauchen ungefähr 8000 mehr Geld. Dann sind wir die coolen Kids. Die sind wie ein Kaktus, der läuft. Ich weiß nicht, ob ich die Gegner mag. Aber hey. Hui. Aua. Okay. Wir haben sie kaputt bekommen. Da muss ich von oben ran. Okay. Hallo. Ein scheiß 6-Dollar-Erz. Aber egal. Wir wollen hier alles haben. So. Ich müsste auch mal einfach alle Mods durchgehen und mal gucken, welche ich überhaupt behalten will oder welche ich neu nehmen will. Dann könnte ich, glaube ich, echt ein paar Zahnrädchen nochmal rausholen und dann ein paar coolere Upgrades gönnen. So. 300, also die Erfahrung ist echt gut, die wir jetzt für die Schnecken bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt erst seit kurzem so ist, aber
Ich will jede einzelne von denen töten. Ja gut, die machen auch gut Schaden, ne? Also ein bisschen besser Schaden zumindest als alles andere. Ich glaube, die machen trotzdem nur ein halbes Herz, aber die rollen so wild herum. Da kommt's öfter dazu. Ich habe mich immer noch nicht an dieses Plus-Muster gewöhnt. Ah, wenn ich die von hinten schlage, dann ist es nicht so tragisch. Okay. Da prüfe ich die in Zukunft mehr von hinten. Durch die Tür gehen! Pitch-Patsch-Pfütze. Okay. Pitchy-Patchy. Weit geht hier ab, Ski. Wasser. Hat doch gesagt, irgendwann früher oder später kommt Wasser wahrscheinlich im Dschungel. Schon sind wir mal am Schwimmen. Da was habe ich nicht mal Lust, jede Ecke abzuchecken, ob da irgendwas versteckt ist. So, da sollen wir dann hier runter. Cool. Da ist was. Hier so am Rand hoch. Ja, okay. Ey, guck mal, eine Rusty-Action-Figur! Eine Amiibo-Figur? Ein PC-Spiel? Okay. Amigo, nicht Amiibo. Hupsala, tut mir leid. Nur all jene, die hohes Ansehen genossen und ein ansehnliches Antlitz besaßen, war es erlaubt, den alten Künstlern und Bildhauern Modell zu stehen. Diese Actionfigur repräsentiert ganz bestimmt ein Wesen majestätischen Anblicks und überirdischen Intellekts. Achtung, Erstickungsgefahr. Figur sieht bunt und knuffig aus, aber bitte nicht in den Mund stecken. Ja, Shovel Knight ist so das einzige Indie-Spiel, was wirklich bisher geschafft hat, seinen eigenen Amiibo veröffentlichen zu dürfen, ne? Sogar, gibt's ja sogar mehrere mittlerweile. Oder wurden neue angekündigt auf jeden Fall. Ich glaube, die sind noch gar nicht draußen. Aber eigentlich echt merkwürdig. Ja, also ich würde mir ein SteamWorld-Dick Amiibo auch holen. Wenn es ein Rusty wäre. Oder auch ein Amiibo. Alles okay? Nein. Hier war nur gerade so hell, dass ich dachte, ich explodiere gleich, wenn es so weitergeht. So macht Graben Spaß, wenn man unter Wasser ist. Und die ganze Zeit nur am Tauchen, nicht. Warum haben wir eigentlich schon wieder so viele Erze dabei? Hallo. Muss hier runter. Für die Erze zumindest. Und scheinbar ist es auch der richtige Weg. Zack. Hey, kein Platz dafür. Da waren ja nur diese 6 Dollar Erze. Ist verkraftbar. Ich sehe... Hier muss ein Schuss hin. Kann hier einer hinschießen? Ich kann nämlich nicht hier arbeiten. Also bin ich ja abhängig von Schüssen. Wie kriege ich das kaputt? Hm. Vielleicht lasse ich das Wasser gleich ab. Unwahrscheinlich. Aber ich habe echt viel Damage, deswegen will ich hier nicht mehr so lange rumgucken. Hallo, tschüss. Zahnrad, sehr gut. Hallo. Mr. Verbesserungsrädchen und hallo, ein bisschen Heilung. So, die Höhle ist noch nicht fertig, weil wir müssen das eine Feld noch kaputt kriegen. Ich probiere es noch ein bisschen. Die einzige, die gut treffen könnte, wäre die da. Ja! Oh, sie hat getroffen. Okay, perfekt. Jetzt haben wir die Höhle sogar fertig. Perfekt. Dann können wir jetzt nach draußen. Okay, bitte nicht mehr von denen. Einfach nur ganz viele Schnecken, die ich bekämpfen kann. Sobald sie geschillt haben. Beleidigt diese Schnecke auch gucken? Ich würde nicht so beleidigt gucken, wenn ich 300 Erfahrungen wert wäre. Please? Chill? Nee, die chillen überhaupt nicht da unten. Haben wir einen Checkpoint? Ganz oben. Ich mach kurz mein Portal. So, hallo. Ich habe ein paar neue Erze gefunden. Vielleicht bringt es ja nochmal ein bisschen was. Besser als nichts. 600 Dollar. Was hast du zu sagen? Krabbenbeins bester Freund habe ich als Achievement bekommen. Oh, wir haben noch mehr Erdbebenmaschinen unten in den Minen gefunden. Achso, das haben wir gesagt. Achso. Ach, komm schon. Kann ich hier nicht mal eine Minute verschnaufen? Hey! Alles, was ich wollte, war ein bequemer Job, der nichts mit den Graben in dieser dreckigen Mine zu tun hat. Wenn du es nicht schaffst, diese Maschinen abzuschalten, muss ich vielleicht die gesamte Stadt evakuieren. Hast du überhaupt eine Idee, wie viel das kosten wird? Hey, sammle wenigstens ein paar Kostbarkeiten ein, während du dich dort unten herumtreibst. Abgemacht? Ja, die Stadt ist reich durch mich. Verkaufe Ressourcen im Gesamtwert von 10.000 Dollar. War das Achievement mit Krabbenmann.
Nein, ich möchte bitte da. Glitzernder Hain. So, eine Schnecke mehr kaputt. Man levelt echt schnell mit diesen Schnecken. Ich bin der Schnecksorzist. Okay. Das habe ich mir jetzt bis hier unten überlegt. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. So. Nein, das ist mir gerade spontan eingefallen, aber es ist trotzdem dumm. Wir wollen das Erz. Oder alle. Zack. Da oben hängt noch eins. So. Oh, kamen sogar zwei raus. Sehr nett. So, dann nehmen wir das hier, das Individuum. Können wir mal die seltenen Erze sein? Ja, ich glaube, sobald dieses Giftgebiet kommt, ab dann wird es, glaube ich, ein bisschen mehr Reichtum werfen. Hoffentlich. Ich wäre echt gerne reich. Hey, wieso? Habt ihr mich gesehen? Nein. Jetzt hüpft ihr wieder die ganze Zeit. Bitte, stirb einfach. Danke. Keine Lust, dass die ganze Zeit hier immer rumhüpfen und Fun haben. Ich bin der Einzige, der Fun haben darf, indem ich dich töte. Ja. So. Sehr gut. Eins, zwei. Meine Stacheln kann ich nicht so gut ausweichen. Puh, fast wäre ich schon wieder zerstampft worden, wenn ich euch nicht aufpasse. 75% mehr Geld schon. Ich meine, gerade haben wir übel gestruggelt, auf Level 14 zu kommen. Und jetzt haben wir irgendwie drei Level gemacht in kürzester Zeit. Einfach durch Töten von Schnecken. Also merkt euch, Kinder, tötet alle Schnecken. Um Gottes Willen, nein. Ja, da rechts sind scheinbar sehr viele Erze. Oh, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Naja, vielleicht hier geht es jetzt so ein bisschen nach oben durch diese ganzen Erze, die sich selber regenerieren. So. Kann ich mich auch ein bisschen hochcheaten. So. Ja. Das hat wieder verschwendet. Egal, habe ich halt kein Wasser mehr. Hier, oh, guck mal. Oh, das ist lila. Da fühle ich mich gleich wie zu Hause. Ich gehe aber erstmal die Erze verkaufen, bevor ich hier einen zweiten Wohnsitz anbaue. So, Mr. Krabs, hier nochmal ein bisschen Money. Und 1500 haben wir. Wir möchten die Tasche für 1500, ne? Ja, genau, damit wir 30% mehr Geld kriegen nochmal. Haben wir auch 100% mehr Geld schon. Cool. Mir fehlt also echt nicht viel Geld. Dann sollte ich das so schnell wie möglich holen, weil ich verkaufe hier immer alles auf einmal. Silber. Okay. Kommen wir hier irgendwie weiter? Ah ja. Ah, guck mal, hier ist auch Gift jetzt. Bist du... Nein, du bist nicht... Hey, wie bist du denn hier runtergekommen? Tut mir leid, aber... Meine Röhren, Bagalorp. Okay, aber hier unten ist es nicht sicher. Du solltest einen besseren Ort zum Abhängen finden. Bagalorp. Schon gut, schon gut. Er und sein Röhrensystem. Er ist ja wahrscheinlich einfach in diese Röhre gegangen in der Stadt. Das ist ja auch alles voller Gift. Sieht ja genauso da aus. So. Die tropfen so selten, diese Dinger. Ich will ja mal warten, bis die getropft haben, aber es passiert einfach nichts. So, hier sieht es auch langsam echt aus, als sollte man im Jetpack unterwegs sein. Wie komme ich denn da oben rein? Ich habe keine Ahnung, wie ich da noch oben reinkomme. Die Säure frisst sich zwar so ein bisschen durch, aber nicht ein bisschen genug. Eine Idee habe ich, aber das ist nicht die gewollte Idee. So, nehme ich einfach Watt. Nein, dieser Block unter mir sollte sich... Okay, dann halt nicht. Dann habe ich keine Idee, wie ich da hochkomme. Dann gucken wir jetzt weiter mit Gift uns um. Hallo, ich brauche ein, zwei Erze, bitte. Dann bin ich glücklich. So, eins. Zwei. Drei. So, ich glaube, wir sollten langsam genügend Erze haben. Ich sollte meinen Greifhaken trotzdem noch benutzen. Irgendwie habe ich verlernt, wie der funktioniert, seitdem ich fliegen kann. So, Portal der Gnade. Mr. Krabos. Hallo. So, ich hoffe, das reicht mit den Bonus. Ja, 1500. Okay, sehr gut. Verbesserungen. Taj Mahal. Maximum. Und
Das ist standardmäßig an? Das kostet nicht mal Zahnräder? Alter. Ja, da beschwäch. Cool. Dann aktivieren wir mit den zwei Zahnrädern noch, dass wir automatisch nach vorne gezogen werden. Obwohl, nein, wir machen die beiden raus, holen uns, dass wir Wasser bekommen, wenn wir einen Block sprengen, weil ich gerade echt viele Blöcke sprenge. Und echt mehr Wasser hätte gerne. Und ja, haben ein Zahnrad über. Was machen wir mit dem einen Zahnrad? Druckbomben machen mir keinen Schaden mehr. So. Druckbomben geskillt. Perfekt. So. Dann können wir uns jetzt hier schön zu dem einen Erz rübergraben, was hier uns so in die Ecke angelächelt hat. Hallo, wie ist der Krabbi-Mann? Ich mag die Schnapses, die sind cool. Sind auch bestimmt keine Menschen. Also, das ist ja, glaube ich, jedem aufgefallen. Achso, du machst nur ein paar Blöcke kaputt. Das soll mir recht sein. Achso, aber wenn die Blöcke kaputt gehen, kriege ich Damage. Kann ich hier so chillen? So ganz knapp dran? Ja. Ich würde sehr gerne da trotzdem alles genau angucken. Weil es gibt ja immer noch dieses Phänomen, man möchte es nicht glauben, dass es Höhlen gibt, die hier irgendwo versteckt sind. Aber scheinbar nicht hier, okay. Cool, weiter runter. Jetzt rastet es hier aber komplett aus. So, nehmen wir das Erz mit. Darüber. Ist auch richtig merkwürdig, dass halt alles die ganze Zeit nachwächst. Aber theoretisch kann ich ja richtig einfach an das alle Erze rankommen dadurch. Also gefällt es mir irgendwie auch. So. Oberhalb gibt scheinbar noch ein bisschen was. So. Dann kann ich jetzt einfach hier campen und dann spawnt ein Block unter mir, genau. Das finde ich vom Prinzip her ziemlich cool, dass ich mich einfach so durchbuddeln kann. So. Au. Ja, geht weg. Ich muss hier ganz dringend ein Erz heran. So, aua. Da ist noch ein Erz für mich. Meine Gier einfach. Aber egal, ich verdiene schön viel Geld. So. Haben wir das tropfende Gift besiegt? Ja, und da war auch scheinbar keine Höhle. Scheinbar, sage ich mal. Aber da links ist eine. Oh. Okay, weil wir auch nicht weiterkommen, ohne durch die Höhle zu gehen. Dann zeig uns mal, was hier ist. Wahrscheinlich wieder tauchen. Bitte nicht. Nee, nur eine Schnecke. Beim ersten Teil die Gegnervielfalt auch so Mangelware? Also Kultisten gibt's zwei, dann Schnecke, Käfer, Vogel. Das war doch schon alles, oder? So, so kann das Zeug nicht neu spawnen. Zieh mich einfach komplett durch. Da unten könnten sie gut sein. Genau da. Oder auch nicht. Dass diese Blöcke explodieren, ist echt super eklig. Oh, danke. Und das hilft sehr. Guck mal, wie schön. Jetzt gehen die ganzen Blöcke nicht mehr kaputt. Und hier sind ein paar Versteine runtergefallen. Ist alles so. Ich habe hier echt gerade Probleme, mich zu konzentrieren, aber es kann auch dran liegen, weil ich halt irgendwie 4 Folgen am Stück aufgenommen habe und irgendwie immer eine Stunde aufnehme. Aber es passiert so viel. Ich will die hauen, ich will die hauen. Ist mir egal, ob ich Damage krieg. Die geben gute Erfahrung. Da 10 solche Schnecken muss ich töten, da habe ich gleich wieder ein Level up. Der Traum. So. Hui. Da hoch. Alle Wände checken. Dieses Abprallen ist auch so gut. Kann ich die eigentlich auch einfach nach oben schlagen? Ja, kann ich. Wie? Wie soll ich den Stein denn da wegkriegen? Ah. Wenn ich den da wegspringe und der landet dann da drüben und dann kann ich von hier aus den wegspringen. Da oben links habe ich erst nicht gesehen. So, aber hier ist kein Geheimnis. Und mit dem Stein kann ich... Ach, das da wegspringen.
Hallo. Ich glaube, hier muss ich nochmal rein. Ich habe so dieses dumpfe Gefühl, dass ich hier nicht alles finden werde. Und ich habe eine Schnecke ausgelassen. Okay. War ein interessanter Flug, aber hat mir nicht sehr viel gebracht. Gucken wir doch lieber da oben zu dem Erz. Hallo. Zwei Ametrins. Aua. Und Fallschaden. Ja, manchmal kommt der Fallschaden an Stellen, wo ich ihn echt überhaupt nicht erwarte. So. Das ist jetzt meine Strafe dafür, dass ich hier hin wollte. Danke. Dann gehen wir da durch. Hier sieht aber auch alles, hier leuchtet alles so sehr, dass ich überhaupt nicht drauf klarkomme, was hier ein Geheimnis sein könnte oder was nicht. So, dann nehmen wir die hier mit und rutschen da runter. Kann ich euch, ja. Vielleicht haben die ja einfach hier so eine versteckte Base. Ich glaube nicht, das soll einfach nur eine Gefahr darstellen, dass die hier runterrollen, aber man kann ja mal gucken. Oh, würde ich die alle töten? Die Erfahrungsmenge. Oh. Das ist nicht nur ein Traum, das ist die Realität. Oh Gott. Zack. Und zack. Ja, ging doch richtig einfach. Oh. Gut, habe ich die auch noch. Killer-Schnecken besiegt, sehr viel Erfahrung bekommen und fast tot. Ja, drei Treffer halte ich noch aus. So. Und ich muss dichter hauen. Perfekt. Da drunter war bestimmt ein Secret. Wie ein Zahnrad. So, ja. Ist nicht abgeschlossen, die Höhle auf der Karte. Das war irgendwie zu erwarten. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, noch hier groß umzusehen. Naja, okay. Gehen wir halt raus. Und können uns den Weg nach oben aufmachen. Sehr schön. Und gehen direkt zur Stadt und heilen uns einmal. Und verkaufen die 1000. Wir haben ja richtig viele Ärzte gefunden. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach gebuddelt. So, 105%iger Bonus. Kriegen auch schon fast 1000 für einen Trip. Ich hoffe, wir kriegen genügend Geld. Kann man sonst ihr Gegner grinden, könnte man sonst für Geld, oder? Das würde mir so als Methode einfallen, um noch an Geld zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob man das möchte. So. Ja, muss ich dann später, möchte dann nochmal durchquälen, nochmal. Da ist ein komischer lila Blob. Das ist zwar sehr cool, aber wir gehen erstmal ganz vorsichtig alles ab. Nicht, dass uns am Ende irgendwas fehlt. So, hallo. So, gucken wir mal an, was das ist. Sehr ätzendes Zeug. Würde ich beschreiben. Wenn ich es beschreiben müsste. Puh, fast schon wieder von einem Stein erschlagen werden. Doch, glaube ich, so die einzige. Ist ein bisschen merkwürdig. Also, verständlich ist es schon, dass es ein Insta-Kill ist. Weil ein Stein einfach auf einem drauf fällt. Aber es ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, jetzt kommt zu mir. Sehr schön. So, und natürlich, umso tiefer man kommt, umso mehr von diesen Killer-Blobs sind auch unterwegs. Und natürlich sind die auch wieder dicke Wände. Als sie hier, die durchzieht sich durch den ganzen Planeten, diese Mauer. Also sollte sie selbst in diesem infizierten Gebiet irgendwo abchillen. Aua. Achso, da wo es hinfällt. Passiert diese Verbreitung. Got it. So. Ich kümmere mich gerade mal nicht so sehr um die Erze. Die kann ich ja auch später einfach zusammen sammeln. Sondern will einfach gerade mal hier cool durchkommen. So. Beziehungsweise Erze, die so auf meinem Weg sind, hole ich schon. Aber die da rechts zum Beispiel rieche ich ja gerade recht gut. So. Gerade so noch dahin gekommen. Bevor hier alles zusammengebrochen ist. Ich glaube, mit doppeltem Damage wäre ich an einigen Stellen, glaube ich, schon gut verreckt. Hallo. Ja, die sind echt sehr neutral, die Dinger.
Habe ich kein so komisches abgebaut? Ich dachte, ich habe so ein komisches... Ah doch, jetzt regeneriert sich's. Hat nur sehr lange gebraucht zum Reagieren. So, und jetzt habe ich noch Schnecken, die das aktivieren, wenn sie lustig sind. Ein Traum. Okay, oder ich aktiviere es aus Versehen. Gott, diese Reichweite von den Dingern. Ich bringe einfach riesige Löcher in die Landschaft. Hey, Bobbelschwallen. Ups. Okay. Egal. Hier sind Erze. Kann mich nicht beklagen. Dann noch mehr. Ich sollte gleich mal wieder umdrehen. Ah, guck mal, da kommt ja schon wieder eine Station. Das ist gut. So, dann nehme ich das noch mit. Aua. Nehme ich eine Portion Fallschaden. Die hilft da immer. Und sind hier bei noch giftigerem Gebiet angekommen und noch grünerem Gebiet. Wir müssen immer noch ein gutes Stück runter. Aber wir sind schon von der Tiefe her, haben uns echt gut vorgearbeitet. Das Stück haben wir echt faul gemacht. Dann gucke ich gleich nochmal. So, wie viel Geld kriegen wir denn jetzt? 370, okay. Und es werden 770. Einfach, ist schlimm, es wird einfach verdoppelt. Das ist krass. Verbesserungen. So, für die Lampe fehlen, glaube ich, noch 2 Upgrades sogar. Geschultes Auge ermöglicht dir, Schwachpunkte in Mauern zu sehen, wenn du diese anleuchtest. Oh. 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 Okay, dann holen wir uns, glaube ich, das da. Sonst können wir auch den da holen. Dann könnten wir... Luftangriff. Oh, das klingt auch gut. Warum klingt alles so gut? ich hole mir das geschulte Auge erstmal. Dann sehe ich... Alter, ich habe ein Solar-Achievement bekommen. Meine ganz eigene Sonne. Gutes Achievement. Benötigt 3 Zahnräder. Okay, mache ich das Reflektieren weg. Auch wenn es mich oft gerettet hat. Aber es hat, ich hatte eh nicht so viel Schaden. So, ermöglicht dir Schwachpunkte in Mauern zu sehen. Sehr gut. Und ich mache die Sprenggranate weg, weil ich die eh nicht benutze zum Kämpfen. Weil ich mit der Spitzhacke mehr Erfahrung kriege. Genau. Dann habe ich wieder 3 Punkte mehr frei. Und kann mir wieder doch das hier holen. Okay. So, ich gehe kurz nochmal durch die Höhle. Ne? Da, unter dem Stein. Wie gemein. Das ist eine zerstörbare Stelle. Das erkennt man ja überhaupt nicht, wenn man nicht weiß, wonach man gucken muss. So, okay, dann schauen wir mal. Nein, 1 zu hoch. So, jetzt. Hier, zack. Geheimes Gebiet aufgedeckt. Leuchtende Orchidee. Und von der Karte her immer noch nicht fertig. Nee, hier gibt es scheinbar noch was. Level up. 80% einfach... Prozent Verkaufsbonus. Okay, hier ist noch eine Stelle, die leuchtet. Geheimes Gebiet aufgedeckt. Aha, Verbesserungsrädchen. Haben wir jetzt alles? Ja. Wenn ich rückwärts in die Tür reingehe, ich bin ja gerade schon wieder rausgegangen. Ah, nee, ich kann nicht die Schnecken farmen, ohne das komplette Gebiet zu machen. Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich die Schnecken farmen kann. Die einzige Schnecke, die ich farmen kann, ist theoretisch, wenn ich hier reingehe, ist direkt am Eingang eine Schnecke. Die kann ich immer wieder töten und kriege immer wieder 300 Erfahrung. Und Level 18. Hey. 85% Verkaufsbonus. Ja, also ich habe die Schnecke echt nicht oft getötet und kriege jedes Mal 7 Geld, wenn ich sie töte. Und die droppt diesen Blutedelstein, der 23 wert ist. Also ein paar gute Sachen. So, jetzt hole ich noch die ganzen Erze da unten. Oh, guck mal, da ist eine DVD. Wie komme ich denn an die ran? Ist die Wand brüchig? Nee. Da ist eine Wand, die kaputtbar ist. Hä? Gibt es einfach Wände, die, wo man nicht erkennt, dass die zerstört? Woran soll ich wissen, dass diese Wand durchlässig ist? Also ohne die Fähigkeit findet man solche Wände ja scheinbar nicht. Legendäre Lichtspielhaus-Filmrolle. Okay, ja, aber dafür wurde mir ja die DVD durch eine Wand gezeigt. Trotzdem, hätte ich lange gesuchen können. Hier war noch eine Höhle beim Runtergehen, die habe ich noch nicht gemacht, okay. Dann gucken wir mal in die Höhle rein, hallo. So. Das Lampen-Upgrade finde ich echt cool. So, hier ist einiges an Zeug und ich kann mich nirgends festhalten. Hey, ich kann aber über die Dinger bouncen. Nicht so das Empfehlenswerte, glaube ich. Aber man muss ja echt nur eine Millisekunde auf dem Block landen, um das Jetpack zu regenerieren. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm. Hallo. So, hier ist das Zahnrad wahrscheinlich. Natürlich im Horrorraum. Hui. So. Kommen nun einen Weg nach unten wieder zum Eingang zurück. Okay. Cool, aber wir haben wahrscheinlich noch nicht alles. Nee, natürlich nicht. Da rechts ist was.
Da unten leuchtet's. Das ist fies. Da muss man mit seinem Jetpack wirklich unten rumfliegen. Die Duftkerze. In Form eines toten Tierschädels. Okay. Immer noch nicht fertig. Okay. Eine Wand gibt es hier auf jeden Fall nicht. Kann ich schon mal bestätigen. Ich versuche mal ganz oben nach links zu fliegen. Ich glaube, dass... Ah, da ist auch ein Erz. Okay. Bei einem Erz wusste ich nicht mal was. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl... Jetzt ist er fertig? Solche Erze zählen auch zu Höhlen? Wusste ich gar nicht. Hui, Bounce. Okay, haben wir die Höhle auch. Hier explodiert alles durch Geld. Ich muss nichts mehr machen. Ich gucke aber nur noch zu, wie die Erze sich selber ausgraben. So. Ein Erz hier und da ist noch ein gutes Erz in der Mitte. Oh, noch eine Höhle, an der ich vorbei bin. Ja gut, ich war echt flott unterwegs heute. Oh. Bin ich jetzt ernsthaft darauf angewiesen, dass... Okay. Das ging schneller als... wirklich zehnmal so schnell wie erwartet. Ich bin ja komplett darauf angewiesen, dass diese Säure die Erze trifft. Okay, hallo Höhle. So, gehen wir noch in die Höhle hier rein. Das Pilzstübchen. Okay, wahrscheinlich viel rumgebaut so auf den Pilzen, nehme ich an. Aber ich fühle mich echt 100-mal sicherer jetzt zu wissen, dass ich scheinbare Wände markiert bekomme. Okay, die baut mich auch, wenn ich an meinem Seil hänge. Gut zu wissen. Ja, das sollte ich mitnehmen. Überhaupt nicht nervig, an dir vorbeizukommen. Da ist nix. Au. Ich will hier einfach nur durch. Bitte. Danke. Nichts. Ganz vorsichtig aber durchgehen. Nein. Nein. Okay. Dank dem Greifhaken geht's ja sogar noch. So. Was sagt, das soll ich kaputt machen. Habe ich getan. Ah! Schüssel mit Cornflakes! Deiner Sammlung hinzugefügt. Ja, die habe ich hier. Die hätte ich echt gerne in meiner Sammlung gerade eben. Cornflakes wären gerade echt cool. Verbesserungsgrätchen. Cool. Haben wir die Höhle auch fertig. So, hier rechts ist noch so ein kleiner Tunnel, wo man sich reingraben kann. Keine Ahnung, ob da irgendwas Gefährliches ist. Ach, die Dinger kann man töten? Oh. Das ist praktisch zu wissen. Sollte mein Inventar dann noch einmal verkaufen. So. Ich habe komplette Höhle von oben nach unten gemacht. Die beiden Höhlen noch nachgeholt. Kann noch einmal Erze verkaufen. Volles Inventar. Krieg nochmal 1200 Geld draufgerechnet. Sehr schön. 1400 sogar. Können uns beim nächsten Mal dann Verbesserungen kaufen. Vielleicht holen wir uns das Jetpack sogar. Und können beim nächsten Mal hier an dieser Stelle weitermachen. Sehr schön. Oder wir fangen wieder in der Stadt an, wie immer beim nächsten Mal. Sehr schön, ich verkaufe kurz noch alle Erze. Perfekto. Fast 3000 Geld. Zahnräder haben wir auch 5 Stück. Und von den Dingern fehlen mir nur noch 6 Stück. Dann haben wir alle gefunden im gesamten Spiel. Wird bald das Finale kommen? Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zibbelmann. Tschüss.